Herzlich willkommen zu einem Leben, das sich lohnt. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, Gottes Wort zu hören. Das Thema heute lautet: Wer bestimmt dein Leben? Hast du dich schon einmal nach dem Sinn des Lebens gefragt? Wisst ihr, es kommt in unserem Leben oder es geht in unserem Leben nicht darum, was wir eigentlich tun sollen, sondern es geht darum, in dem zu leben, was Gott getan hat. Ich möchte das wiederholen, in dem zu leben, was Gott getan hat. Darum geht es heute. Wir schauen uns an, was Gottes Wort dazu sagt. Gottes Wort gibt uns die Antwort, was das für unser Leben bedeutet. Bleib dabei, du wirst gesegnet sein. Römer 3, Vers 23. Ein sehr bekannter Vers, Paulus schreibt ja an die Gläubigen in Rom und da steht: Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wisst ihr, wenn wir etwas verloren haben, dann haben wir das schon einmal gehabt. Hast du schon einmal darüber nachgedacht? Der Mensch hatte bereits schon einmal das Leben in der Herrlichkeit Gottes. Gott hat den Menschen geschaffen, nachdem er Adam und Eva erschaffen hat, lebten sie im Garten Eden. Sie hatten Gemeinschaft mit Gott, sie hatten Frieden mit Gott. Da gab es keinen Tod, keine Krankheit, kein Leid, kein Schmerz, keine Angst, keine Sorge. Sie hatten alles, was sie brauchten und mehr. Sie lebten in der Herrlichkeit Gottes. Sie hatten das Leben in der Herrlichkeit Gottes. Und Gott hat den Menschen einen Willen gegeben, einen freien Willen. Er hat sie mit einem freien Willen erschaffen. Gott möchte, dass du dich frei entscheiden kannst. Damit das möglich ist, gab Gott den Menschen ein Gebot. Wisst ihr, das war nur ein einziges Gebot. Wir reden nicht von den 10 Geboten. Es war nur ein einziges Gebot. Und Gott sagte zu Adam: Von jedem Baum in diesem Garten darfst du nach Belieben essen. Er zeigte ihm die Herrlichkeit Gottes und sagte: Adam, du darfst nach Belieben, wann immer du willst, wie oft du willst, wie viel du willst, darfst du davon essen. Aber von dem einen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Und Gott sagt zu ihm: Wenn du davon isst, dann wirst du sicher sterben. Wisst ihr, wie geht's uns? Wenn Gott zu uns redet durch sein Wort, wie ernst nehmen wir sein Wort? Wie ernst nehmen wir Gott? Adam und Eva haben das Wort Gottes nicht ernst genommen. Sie haben sich nicht für den Willen Gottes entschieden, sondern für ihren eigenen Willen. Sie schauten nicht auf das, was sie alles hatten, sondern auf das, was sie nicht hatten. Kennen wir das in unserem Leben? Wir begehren nach Dingen, die wir nicht haben und sehen das nicht mehr, was wir durch Gottes Gnade alles haben. Und so war es bei Adam und Eva. Sie sahen die Herrlichkeit Gottes nicht mehr. Sie schauten nicht auf das, was sie im Garten Eden alles hatten, wie Gott sie versorgt mit allen Dingen. Sie schauten und begehrten auf das, was sie nicht hatten. Und das ist die eigentliche Sünde, dass der Mensch nicht nach dem Willen Gottes lebt, sondern nach seinem eigenen Willen, nach seinem Ich. Und so aßen Adam und Eva von diesem einen Baum, von dem sie nicht essen durften. Und dann kam die Katastrophe in diese Welt. Nämlich das brachte die Sünde in diese Welt. Und mit der Sünde kam Angst, kam Sorge, kam der Tod, kam Krankheit, kam Leid, kam all das, was heute noch in der Welt wirksam ist. Das sind die Folgen der Sünde. All das ist heute noch da. Die Schlange, der Teufel, tat das Seine noch dazu. Adam und Eva mussten den Garten verlassen. Sie wurden von Gott getrennt. Sie hatten keine Beziehung mehr zu Gott. Sie hatten keinen Frieden mehr mit Gott.
Und das nennt man den geistlichen Tod. Sie lebten zwar noch viele Jahre, aber dann kam auch der körperliche Tod in ihr Leben. Wisst ihr, Gott hat gesagt, wenn du davon isst, musst du gewiss sterben. Gott ändert seine Meinung nie. Was Gott sagt in seinem Wort, das wird sich erfüllen. Jesus sagt einmal, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Darum ist es wichtig, Gottes Wort, das wir haben, ernst zu nehmen. Weil Gott steht zu seinem Wort. Er ändert seine Meinung nie. Wisst ihr, bei uns kann das vorkommen, wenn wir am Morgen etwas sagen, dass wir zum Mittag unsere Meinung schon geändert haben. Aber das passiert bei Gott nicht. Du kannst Gott beim Wort nehmen. Gott ist treu. Du kannst dich auf Gott verlassen. Das ist wichtig zu wissen. Sein Wort wird in Erfüllung gehen. Du musst gewiss sterben, und so war es. Und darum konnte auch der Apostel Paulus an die Gläubigen in Rom schreiben, der Mensch, alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Adam und Eva haben das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren und somit alle Menschen. Aber es gibt eine gute Nachricht. Und die gute Nachricht steht und lesen wir in 1. Timotheus 2, Vers 4. Und da steht, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist der Wille Gottes. Alle haben gesündigt, sagt Gottes Wort. Und der Wille Gottes ist, alle Menschen sollen errettet werden. Aber vergessen wir nicht, Gott hat uns mit einem eigenen Willen, mit einem freien Willen erschaffen. Das geht nicht automatisch. Du musst dich dafür entscheiden. Die Welt braucht einen Retter. Der Mensch braucht einen Retter. Und das kann nur jemand sein, der ohne Sünde ist. Und da gab es nur einen, nämlich Gott selber. Und so gab Gott seinen einzigen Sohn Jesus in diese Welt. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, wer? Jeder, sagt Gottes Wort, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen und ist Mensch geworden. Er war vollkommen Mensch, jedoch ohne Sünde. Um die Sünden dieser Welt auf sich zu nehmen, um den Weg zu Gott frei zu machen, damit das Leben in der Herrlichkeit Gottes wieder möglich ist. In der Nacht, bevor Jesus gekreuzigt wurde, war er mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane. Er entfernte sich einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete zu seinem Vater und sagte, Vater, wenn du willst, so lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Wisst ihr, Jesus wusste in dieser Stunde, was auf ihn zukommen wird. Er wusste, was in diesem Leidenskelch war. Dieser Leidenskelch war voll mit den Sünden dieser Welt. Er war voll mit Unglauben, mit Ungehorsam, mit Untreue und mit allem, was immer wir gegen den Willen Gottes getan haben. Und Jesus wusste, diesen Leidenskelch musste er auf sich nehmen. Es war ihm so schwer. Er hatte Todesangst, sagt Gottes Wort. Sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Ein Engel vom Himmel musste kommen, um ihn zu stärken. Er betete noch heftiger. Dreimal betete er dieselben Worte. So wichtig war ihm das. Vater, wenn du willst, sagt er, dann lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Wisst ihr, wenn Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, der den Himmel und die Erde und das Meer und alles, was darin lebt, erschaffen hat, nach dem Willen des Vaters lebte,
Wer sind wir, dass wir nach unserem eigenen Willen, nach unserem Ich leben? Wisst ihr, es gibt einen Spruch, der heißt, es ichert und der Teufel kichert. Wer bestimmt dein Leben? Darf Gott dein Leben bestimmen? Welchen Platz hat Jesus in deinem Leben? Wenn wir uns das so vergleichen mit einem Lebensauto, ich sage das mal so, unser Leben ist ein Lebensauto. Welchen Platz hat Jesus in deinem Lebensauto? Fährt er im Kofferraum mit? Sitzt er auf der Rückbank? Oder vielleicht am Beifahrersitz? Oder ist er am Fahrersitz und darf dein Leben bestimmen und darf dein Leben lenken? Wer bestimmt dein Leben? Welchen Platz hat Jesus in deinem Leben? Denk darüber mal nach. Und dann stand Jesus auf vom Gebet und er nahm den Willen des Vaters an. Und Judas, der ihn verraten hat, kam mit einer Menschenmenge auf Jesus zu und sie nahmen ihn fest. Durch einen Scheinprozess wurde er zum Tode verurteilt und ans Kreuz genagelt. Die Nägel durchbohrten seine Hände und seine Füße. Und so hing er zwischen Himmel und Erde, um den Leidenskelch, die Sünden dieser Welt auf sich zu nehmen, um den Weg zu Gott frei zu machen, damit das Leben in der Herrlichkeit Gottes wieder möglich ist. Während Jesus so am Kreuz hing, betete er noch für seine Feinde und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich weiß nicht, ob wir das alles einordnen können. Voller Leid, voller Schmerz, überströmt mit Blut, hängt er da am Kreuz und betet für seine Feinde, die ihn ans Kreuz genagelt haben, die ihn verspottet und geschlagen haben. Warum? Wisst ihr, weil Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Vater, vergib ihnen. Er ist ein Gott der Vergebung. Du kannst Vergebung all deiner Sünden empfangen, egal welche Sünden du begangen hast. Er ist ein Gott der Vergebung, ein Gott der Liebe und ein Gott der Gnade. Mit Jesus wurden noch zwei Verbrecher mitgekreuzigt. Der eine sagte zu ihm, bist du der Christus, so beweise es. Steig vom Kreuz herab, rette dich selbst. Aber uns auch, sagte er. Wisst ihr, der wollte schon errettet werden, aber er dachte nicht an die Errettung von der ewigen Verdammnis, sondern er wollte errettet werden von diesem Kreuz, damit er sein altes Leben wieder weiterleben konnte wie bisher. Jesus gab ihm keine Antwort. Der andere dachte ganz anders. Er bekannte seine Schuld und Sünden und sagt, wir haben unsere Strafe verdient. Wir haben gesündigt und sind des Todes schuldig. Aber dieser hat nichts Unrechtes getan. Und dann rief er den Namen Jesus an und sagt, Herr, er nannte ihn Herr. Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus, ich brauche Vergebung meiner Sünden. Ich brauche Frieden mit Gott. Nimm mich mit in dein Reich. Und diesem gab Jesus eine Antwort. Er sagte zu ihm, ich versichere dir heute. Wann? Heute, sagt Jesus, wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser eine erlebte in der Stunde seines Todes noch Frieden mit Gott und ging in die Herrlichkeit Gottes ein. Wisst ihr, das ist ein Beispiel für uns, dass allein der Glaube ausreicht, dass wir allein aus Glauben gerettet werden und nicht aus Werken. Kein einziges gutes Werk kann dich in den Himmel bringen. Allein der Glaube an Jesus, dieser eine Mann, der errettet wurde, dieser Verbrecher, der hatte keine Möglichkeit mehr, sein Leben in Ordnung zu bringen. Denn er starb am Kreuz, aber er ging im Frieden mit Gott nach Hause. Er lebt, er ging mit Jesus ins Paradies.
weil er Jesus im Glauben angerufen hat. Das ist eine wichtige Botschaft. Der Glaube alleine rettet und nicht die Werke. Die Werke kommen dann aus dem Glauben. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk Gottes. Ich hatte einen Arbeitskollegen, mit dem ich über die Jahre viele Besprechungen und Meetings hatte. Er wurde schwer krank. Er ging dann in Pension. Er hatte Krebs im Endstadium. Die Ärzte gaben ihm nur mehr wenige Wochen zum Leben. Ich wollte mit ihm nochmals reden und rief ihn an, aber er hat nicht abgehoben. Kurze Zeit später rief er mich zurück. Seine Stimme war ganz schwach, war leise. Er sagte zu mir, ich bin gerade im Krankenhaus zu einem Blutaustausch. Dann wollte er mir erzählen, wie schlecht es ihm geht. Ich sagte zu ihm, du brauchst mir nicht sagen, ich habe gehört, wie es dir geht, aber ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen. Und dann erzählte ich ihm von Jesus, dass es Hoffnung gibt, Frieden mit Gott zu finden, um in Ewigkeit bei Gott zu sein. Ich sagte zu ihm, ich möchte dich im Himmel wiedersehen. Ich lud ihn dann ein, diesen Jesus in sein Leben anzunehmen. Seine Antwort war, er sagte zu mir, Walter, abgelehnt. Abgelehnt. Ich habe niemand etwas getan, sagte er. Und jetzt das. Wisst ihr, indirekt gab er Gott die Schuld für seinen Zustand. Ich gab nicht auf. Jedes Mal kam dieselbe Antwort, abgelehnt. Ich habe mich dann von ihm verabschiedet. 3 Wochen nach unserem Telefonat ist er gestorben. Abgelehnt. Wisst ihr, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Wir haben von Gott keine Zusage, dass wir nie krank werden. Keiner von uns weiß, in welchem Zustand wir eines Tages am Sterbebett befinden werden. Wir wissen nicht einmal, ob wir morgen noch leben werden. Aber wir wissen eins, wir haben von Gott die Zusage, dass jeder, wirklich jeder, der den Namen Jesus anruft, der wird errettet werden, der wird Vergebung empfangen, der wird Frieden mit Gott finden, der wird in die Herrlichkeit Gottes eingehen, der wird das Leben in Fülle finden. Das ist die gute Botschaft. Diese Zusage haben wir. Abgelehnt. Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Denk mal darüber nach. In Hebräer 3, Vers 7 lesen wir, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Wenn du Gottes Stimme hörst, reagier drauf. Nimm Gottes Wort ernst. Hör auf ihn. Es geht um dein ewiges Leben. Es geht um die Ewigkeit. Bevor Jesus starb, rief er laut, es ist vollbracht. Das Erlösungswerk ist ein für allemal vollbracht. Dann sagte er, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann starb er. Aber es dauerte nur 3 Tage. Nach 3 Tagen, Gott konnte es kaum erwarten, 3 Tage später kam die Kraft Gottes durch seinen Heiligen Geist auf Jesus und weckte ihn aus den Toten auf. Der Tod konnte ihn nicht halten, das Grab ist leer, Jesus ist wahrhaftig auferstanden und lebt, er lebt in Ewigkeit. Das ist einzigartig. Was für ein Erlöser, was für ein Retter, was für ein großer Gott. Ein kleiner Junge hatte einen Baukasten bekommen zum Bau eines Bootes. Er verbrachte mehrere Monate damit, das Boot zusammenzubauen. Als es dann fertig war, malte er es noch an, schrieb seinen Namen drauf, hisste die Segeln, befestigte eine lange Schnur und dann ging er mit dem Boot zu einem kleinen Fluss in seiner Stadt.
Er setzte das Boot aufs Wasser und ging neben dem Boot am Ufer entlang. Plötzlich geriet das Boot in eine starke Strömung. Die Schnur riss, er sah das Boot noch, doch dann verschwand es. Er hat es verloren. 3 Tage später sah er das Boot in einem Schaufenster zum Verkauf angeboten. Er ging in den Laden und sagte zum Verkäufer, das ist mein Boot. Der Verkäufer sagte, nun, wie auch immer, du wirst es bezahlen müssen. Vor 2 Tagen kam jemand und hat mir das Boot verkauft. Es kostet 11 €. Der Junge rannte nach Hause, er leerte sein Sparschwein aus, alles was er hatte, zählte das Geld, da waren genau 11 € da. Dann nahm er es, er ging in das Geschäft, legte das Geld auf den Tisch und kaufte das Boot. Dann verließ er das Geschäft, drückte das Boot an sich und sagte, jetzt gehörst du doppelt mir. Zuerst habe ich dich gemacht und jetzt habe ich dich gekauft. Jesus hat uns mit seinem Blut für Gott erkauft. Der Preis ist bezahlt. Jesus sagt, zuerst habe ich dich erschaffen und jetzt habe ich dich mit meinem Blut erkauft. Sein Blut reicht aus zur Vergebung all unserer Sünden. Seine Wunden reichen aus zur Heilung all unserer Krankheiten und Gebrechen. Wenn du das in deinem Leben annimmst, für dich persönlich, dann wirst du das Leben in der Herrlichkeit Gottes finden. Mit 2. Korinther 5, Vers 15 möchte ich schließen, da steht, Jesus ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selber leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wisst ihr, man fragt sich oft, warum musste Jesus diesen Leidensweg gehen? Warum musste Jesus sterben? In diesem Vers kriegst du die Antwort. Er ist deshalb für dich gestorben, damit du nicht mehr für dein Ich lebst, nicht mehr für dich selber lebst, sondern für diesen Jesus, der den Himmel für dich verlassen hat, um dir den Himmel zu bringen, um dir das Leben in der Herrlichkeit Gottes zu bringen, damit du Frieden mit Gott finden kannst, damit du für diesen Gott leben kannst. Und dann, um wieder zu Beginn zu kommen, macht dein Leben Sinn. Ich werde jetzt dein Gebet sprechen. Und wenn du sagst, ja, diesen Jesus brauche ich. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du sagst, ich brauche ihn wieder ganz neu. Dann lade ich dich ein, mit ganzem Herzen, dieses Gebet mitzubeten. Und wenn du das tust, wirst du jetzt Frieden mit Gott finden, wirst du jetzt die Herrlichkeit Gottes erleben, damit du weißt, wo du in Ewigkeit sein wirst. Denn es geht darum, die Frage ist, wer bestimmt dein Leben? Lass es zu, dass Jesus dein Leben bestimmen darf. Er ist dein Schöpfer, er ist für dich gestorben und auferstanden. Er hat einen guten Plan für dein Leben. Er weiß, was das Beste ist für dich. Bist du bereit? Dann bete mit. Brich das Gebet laut mit, wo immer du auch bist. Herr Jesus, danke, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Dass du wahrhaftig auferstanden bist und lebst. Ich glaube von ganzem Herzen, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Vergib mir, wo ich nach meinem Willen und nicht nach deinem Willen gelebt habe. Ich vertraue dir jetzt mein ganzes Leben an. Komm du in mein Leben und bestimme du es. Sei du mein Herr und mein Gott. Erfülle du mich mit deinem Heiligen Geist und hilf mir, nach deinem Wort zu leben. Das bete ich jetzt in Jesu Namen. Amen. Fang an, täglich dieses wunderbare Wort Gottes zu lesen,
beschäftige dich damit. Dieses Wort wird dich segnen, wird dich stärken, wird dein Leben zum Guten verändern. Danke, dass du dabei warst. Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.